Ja, gestern Abend ist noch ein Notebook gekommen von einer jungen Dame. Die hat gesagt, der fährt kurz hoch und geht dann aus. So. Natürlich war das wieder 5 vor 6, ne? Aber naja, okay, ist egal. Ich habe gesagt, ich guck mir das heute mal an, kümmere mich mal drum. Und jetzt habe ich das Notebook mal, wir haben ihn mal angeguckt und so, mal das Netzteil gemessen, ist ein Lenovo 17 Zoll G7070. So, da ist folgendes Problem. Also wie gesagt, sie sagte, das fährt hoch und dann geht es aus. Das ist bei mir natürlich genauso. Also das fährt hoch und manchmal zeigt es immer noch den Anmeldebildschirm an, das Kennwort eingeben und dann geht es aus. So, zack, boing, puff, aus. Das Bild ist dann sehr dunkel, als ob er auf Akkubetrieb läuft. Versteht er? Und mir ist auch so, als wenn der nur auf Akkubetrieb läuft. Ja, der fährt bloß ein Stück hoch, für Physik, und geht dann hart aus, wie ein Kurzschluss oder als ob er einen Stecker zieht. Versteht er? Jetzt habe ich mal den Akku rausgenommen und da fährt er ganz normal mit hoch. Ihr wisst ja, wie das ist. Manchmal ist es so, es lohnt sich nicht wirklich da, die Geräte rumzudoktern. Also ich müsste jetzt quasi einen Akku bestellen, mal mit einem anderen Akku probieren oder ein anderes Netzteil probieren, dass da die Ladefunktion nicht mehr so gegeben ist. Aber wenn kein Akku erkannt wird, dass er denn vernünftig arbeitet, weil Elektronik sagt, nee, da ist kein Akku da, kannst du normal über Netzbetrieb arbeiten. Ich werde jetzt den Akku rausnehmen, werde den Kunden mitteilen, was wir machen können. Und viele Kunden entscheiden sich dafür, Akku raus, bezahlt die Arbeitsleistung. Und benutzen das erstmal weiter, weil das ist ja bloß ein Pentium, ne? Ganz normaler Pentium. Und wenn wir dann Akku und Netzteil bestellen würden und würden die jetzt überhelfen, wie andere Firmen das eventuell manchmal machen. Man kann natürlich auch beide Teile als Nachbau kaufen. Ich denke mal, das ist immer bei 100. Ne? Ja, funktionieren auch, aber ich glaube, die Akkus halten nicht ganz arg so lange. Kann sein, dass sie nach einem halben Jahr schon kaputt platt sind. Ne? Eine Minute, 37 Sekunden später. Guten Tag. Ja, ich muss immer lachen. Wenn ich euch sehe, finde ich immer schön, dass ihr da seid. Danke dafür. Ja, was? Also irgendwie habe ich eine Menge. Also, naja, was heißt eine Menge? Der eine wird sagen, Alter, bist du blöd. Die drei Sachen. Hier müssen wir mal einen Zettel wegnehmen. DSGVO. Kam ein Notebook letzte Woche von einer Kundin. Und hat gesagt, was hat sie gesagt? Warte mal, Zettel. Runtergefallen, lädt nicht mehr. Ja. Wenn das runterfällt, war sicherlich das Netzkabel drin, in dem Notebook, und ist auf das Netzkabel gefallen. Können wir gleich mal gucken. Moment. So, jetzt hat das hier mal reingesteckt, ne? So, was seht ihr da? Ein bisschen so mit Licht, ein bisschen. Ich würde sagen, die Strombuchse ist kaputt. Aber wie das immer so ist, müssen wir das erstmal zerlegen. Ne? Und das ist immer manchmal bei solchen Geräten immer ganz schön tricky. Aber manchmal sieht man das schon, wenn man oben den Deckel ab hat. Ne? Jo. Lohnt tut sich das auf alle Fälle. Weil das ist ein Acer. Neueren Baujahrs. Na, so neu ist er auch nicht. 2 Jahre alt ist er. Steht hinten auf dem Typenschild drauf. Aber trotzdem, wenn die dafür 60 bis, weiß ich nicht, 100 Euro bezahlt, ich habe gesagt, Stromboxenreparatur 60 Euro mit Stromboxer. Wenn jetzt noch ein bisschen was an der Leiterplatte zu überbrücken ist oder so, dann vielleicht 100. Das lohnt sich auf alle Fälle. Als nächstes, DSGVO, habe ich hier ein Samsung. Akku wechseln. Das musst du zweimal am Tag aufladen, da ist der Akku platt. Haben wir hier ein Notebook, Lenovo. Da hat der Kunde gesagt, startet nicht mehr oder startet schlecht. Da habe ich mir das angeguckt. Oh, schöne Lichtreflexe, könnt ihr das sehen? Von der Sonne. Da habe ich mir das jedenfalls angeguckt und festgestellt, dass wenn man den anmacht, der fährt relativ gut hoch. Also die Kunden wissen immer nicht, was ist an oder geht nicht mehr an. Geht nicht mehr an. Also manchmal sagen sie, er geht nicht mehr an, stimmt ja gar nicht. Ne? Du drückst auf den Knopf, er geht zwar an, aber fährt nicht hoch, weil die Festplatte kaputt ist. So, angemacht, hochgefahren. Und wenn du jetzt da irgendwann anklickst, ich sag mal den Windows Explorer, passiert folgendes. Du klickst ihn an und du kannst mehr als eine Tasse Kaffee trinken. Wahnsinn. Die Festplatte ist so dermaßen träge und so weiter und so fort. Und ich glaube, das hat gedauert, ich weiß es ja nicht. Ja, Viertelstunde. Was machen wir jetzt mit dem Notebook? Dreimal dürfte raten. Neue Festplatte drin. Sie sagt, die Daten sind ihm scheißegal. Ich hätte ihr gesagt, ich spiegel die.
Aber die ist so sehr kaputt, dass das wahrscheinlich Wochen dauert, bis die fertig ist. Ne? Und dann hast du noch defekte Sektoren. Ne? Ohne Art, kommt da dazu. Aber man kann darauf zugreifen, muss man halt gucken, dass man einen guten Moment erwischt, wenn die Platte gute Laune hat. Also eine neue ist bestellt, eine neue Festplatte, die kommt, das wird Windows 7 war, glaube ich, drauf, wieder neu installiert und dann versuche ich mit meinem Gerät, was ich da habe, das wieder ja, zu gucken, ob ich die Daten überspielt kriege. Dann hat ein Kunde so ein kleines Notebook gebracht hier. Die sagen immer, bei Skype stottert der Ton. Wenn ich jetzt schon mal gucke, der Arbeitsspeicher ist von Skype so ausgelastet. Also über 50%. Und wenn ich Skype anmache, dann fängt der Ton natürlich an zu stottern. Sonst läuft das Gerät einwandfrei. Die sagten aber, das war seit dem letzten Update von Skype. Also jetzt haben wir November. Ja, irgendwann im Oktober habe ich das, glaube ich, mal machen müssen, weil sonst jetzt Skype nicht mehr weiter funktioniert hätte. Wenn die jetzt mit jemandem telefonieren oder so und haben Videotelefonie, also Video, dann stottert das halt. Ja, da ist das Gerät komplett ausgelastet. Das steht dann oben bei 100 und der Arbeitsspeicher geht immer höher und der CPU, der knallt auch bei 100% fast hoch. Ne? Das ist aber auch klar, das ist ein Intel Atom mit einem 1,4 GHz Prozessor drin. 4 GB RAM ist schon, sag ich mal, ausreichend. Aber leider, wie ihr seht, funktioniert das auch nicht wirklich. Ich werde nochmal gucken, weil jetzt ist die CPU-Auslastung runter, nur der Arbeitsspeicher höher. Aber ja, Skype ist zwar angemeldet und alles, aber wie gesagt, in dem Moment, wo ich das anmache und telefoniere, dann fängt das an, sofort auf 100% zu gehen und Feierabend. Vielleicht nehme ich Skype nochmal runter, installiere das nochmal neu. Die haben zu Hause noch einen älteren Rechner, aber der hat ein bisschen mehr Leistung noch. Da geht das wunderbar. So, dann habe ich hier wieder, was ihr brauchtet, zusammengebaut. Mit einem Gigabyte-Board, glaube ich, drin. Der hat 3,4 GHz, 4 GB RAM. Muss hier noch ein bisschen Treiber installiert werden hier oben, da und ein paar Programme. Der hat eine Grafikkarte, eine GTX 750, also 320 GB Festplatte. Da könnte man schon kleine Sachen mit spielen, ist aber ein gebrauchter Rechner, verkaufe ich auch gebraucht. Dann haben wir hier noch einen älteren Asus Notebook. Ja, Baujahr 11, 2010. So, also die Kundin hat das gebracht und hat gesagt, die hat kein Netzteil dazu. Also das hat sie immer irgendwie geschenkt gekriegt. Das ist immer so ein bisschen kritisch. Kann ja auch von irgendwoher, ne, ihr wisst schon. Ich möchte das doch mal bitte probieren mit Netzteil, ob das noch angeht und so weiter und so fort. So, die Tochter ja hören für die Schule und da ist kein Netzteil mehr da. Kann man schon mal verlieren. Ne? Aber wie gesagt, es ist immer mit Vorsicht zu genießen. Dann habe ich hier noch ein Acer, Baujahr 2012. Da soll wohl ein Kumpel ein zu großes Netzteil reingewürgt haben. Und jetzt geht er nicht mehr. Und wenn man jetzt hier in die Strombuchse rein guckt, sieht man auch, dass sie ziemlich ramponiert ist. Also ich würde sagen, hier ist auch die Strombuchse kaputt. Und wenn man sich mal das hier ankickt hier. Ich meine, das geht, ne? Mit Vago-Klemmen zusammengewurstelt hier. Also mein Fall ist es nicht. Also ich hätte es ja gelötet mit Schrumpfschlauch. Ist auch so ein harmer Nachbauscheiß hier, wo ich überhaupt, ja, weiß ich nicht, da bin ich nicht so. Zum Probieren reicht das aber für Dauerbetrieb. Ich hatte schon ein Medium-Notebook gehabt. Da hatte das Netzteil plötzlich über 40 Volt. Da war innen drin das ganze Powerboard verbrannt. Kaputt, verschmort, durchgebrannt. Keine Ahnung. Das Glück war, dass dieses Powerboard extra austauschbar war. Also nicht so wie bei den heutigen Geräten, sondern eben man konnte das rausnehmen, konnte neu reinbauen. Dann haben wir hier noch ein iPhone. Da ist das falsche Display drin. Da muss ein weißer drin, seht ihr ja hier. Ne? Ja. Das wurde vertauscht oder falsch bestellt, aber nicht durch mich. Ne? Also ich bade da meine Hände komplett in Unschuld, weil ich bekomme ja auch mal Handys, ne? Von anderen zur Reparatur. Geil. Ist nicht mein Problem. Ich repariere es oder baue es gerne wieder um. So, und der nächste iPhone ist hier, den Ohrhörer zu tauschen. Im Display, also oben. Ist auch nicht weiter schlimm. Macht der Display raus und naja, muss halt ein bisschen Fingerspitzengefühl beweisen. Es ist eine ganze Menge, aber viele, viele Kleinigkeiten. Der gebrauchte PC, der muss auch noch fertig gemacht werden, damit er hier vom Tisch kommt. Da muss noch ein bisschen Programme und die Treiber müssen noch installiert werden und so weiter und so fort.